Hallo bei den Spielzeuggestern. Hallo. Heute zeigen wir euch die Fischer-Tipp. So ja. Heißen die. Genau. Ja. Die habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Die machen wir auf Wasser. Richtig, genau. Weil die kleben nämlich einfach nur mit Wasser. Da braucht ihr keinen Klebstoff für. Die sind schön bunt. Und ihr seht vielleicht eine Kartoffel da drauf. Das ist, weil die aus Kartoffelstärke hergestellt werden. Und mit Lebensmittelfarbe sind die eingefärbt. Also völlig umweltfreundlich. Und da habt ihr ziemlich viele Extras noch mit dabei. Die stehen hier hinten aber auch nochmal drauf. Hier ist auch erklärt, wie man das Ganze macht. Tuch nass, einfach draufdrücken, zusammenkleben. Und dann gibt es eben diverse Sachen, damit man richtig bauen kann. Hanna möchte gerne das Haus bauen. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das schaffen. Mit dabei sind 1000 bunte Kartoffelstärke-Nupsis. Ja, 1000. Circa 1000 Stück. Dieses Schwammtuch, Schneidewerkzeug, Mal- und Klebehut, Bausteinformer, zwei Einlegeschablonen für das Mauerwerk, eine Reibe, 15 Sticks, damit ihr irgendwie höhere Sachen bauen könnt und eine Bastelanleitung. Und jetzt kannst du mal hier oben den Nupsi da. Pass auf, dass sie nicht alle rausgepurzelt kommen. Ich weiß nicht, wie die da eingepackt sind. Wir wollen nicht gleich 1000 Stück hier so in der Bude rumfliegen haben. Oh, oh, oh. Ja, tatsächlich. Die sind einfach so da drin. Aber hier ist eine Tüte. Guck mal, da sind die extra Sachen mit drin. Oh, hier bei der Reibe muss man ein bisschen aufpassen. Die ist super scharf. Damit kann man so kleine Bröselchen reiben. Das brauchen wir erstmal nicht. Und warum sind also das Messer ist ziemlich selbsterklärend. Damit kann man eben schneiden. Und was ist hier mit? Das ist das Tuch. Das kannst du nass machen und auswringen. Fertig. Genau, und dann dahin legen. Nimm das mal weg. Das ist dahin. Was kann man mit ja, die Stäbchen brauchen wir erstmal nicht, Hanna. Die, da kann man dann eben höhere Sachen mitbauen. Sieht aus wie deine Zuckerwattestäbchen, nur ein bisschen kleiner, stimmt's? Ja. Und da legst du den dann rein. War das so rum jetzt oder so rum? So rum. Den da drauf. Runterdrücken. Wieder hochdrücken. Und dann hast du einen richtigen Ziegelstein. Könnt ihr das sehen? Einen richtigen Ziegelstein, Hanna. Das wird dann ein Zelt wird. Dann mache ich mal eine Blume. Ja. Ganz viele Gelben. Brauchst du so viele Gelben? Bestimmt. Ich glaube, du brauchst noch zwei. Ich habe so viele gebraucht, weil so viele muss man. Hallo Hanna, ich bin Sabine Blume. Mann, Süße. Wie gefällt euch mein Erstlingswerk? Ganz schön traurig, oder? Mama ist kein guter Bastler. Und stehen kann sie auch nicht. Menno. Oh. Zack. Und ja, klasse. Ein kleiner Torbogen, Hanna. Ja, hier muss man anpassen. Und da muss nur noch ein. Bitte schön. Was ist das? Das ist ein Herz mit einem Pfeil durch. Für dich. Danke, Mama. Bitte schön. Ein Bohrer. Hier. Mmh, klasse. Ist das ein Zahnarztbohrer? Ja. Brauchst du Gott sei Dank noch nicht, ne? Mm-mm.
Und hier seht ihr noch, was Hanna mit ihrem Papa zusammen gebaut hat. Was habt ihr gebaut, Hanna? Ein Haus. Ein richtig cooles Haus mit noch Schornstein. Ein Haus. Ein Mini-Haus. Da wohnt ein Häschen in dem Haus. Das ist aber nur ein halbes. Aber von vorne sieht es aus wie ein richtiges Haus, ne? Ja, und hier ist... Was ist das? Der Brunnen. Genau, wer wohnt da? Ribbit. Ribbit wohnt da. Das ist der erste, den ich schon bekommen habe. Das ist Till eigentlich. Till ist das. Aber Till versteckt sich gerade hinter dem Brunnen. Den sieht man gar nicht. So, und warum haben wir den Brunnen gebaut, Hanna? Weil ihr müsst das hier gewinnen. Ja. Ihr könnt dieses große Set, da sieht man Hanna wieder nicht, dieses große Set gewinnen von Fischer Tipp. Und mit einer Box haben wir all die Sachen hier gebaut, die ihr seht. Und da sind sogar noch welche übrig geblieben, aber nicht mehr so viele. Und was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst erraten, wie viele Murmeln in diesem Brunnen sind. Und Hanna... Tut das jetzt. Hanna packt da jetzt. Wir haben hier eine ganze Tasche voll mit Murmeln. Ja. Gehört, wie voll die ist. Große und kleine. Und ja, die packt sie da jetzt rein. Und ganz zum Schluss zeigen wir euch nochmal, wie voll der Brunnen ist. Und dann müsst ihr raten, wie viele Murmeln in dem Brunnen sind. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, wir sind fertig mit unserem Brunnen. Ja. So sieht das aus. Und Till darf sich da jetzt draufsetzen. Endlich. Ihr guckt noch einmal rein. So voll ist das, so hoch ist der Brunnen. So, hüpf rein, Till. Und Till bewacht jetzt die Murmeln. Da wird keine rausgenommen und keine dazu getan. Stimmt's, Hanna? Ja. Und dann sagen wir... Viel Glück! Viel Glück beim Gewinnspiel! Ja, und pass auf dich auf. Genau, passt auf euch auf. Fragt Mama und Papa, ob ihr mitmachen dürft. Alles Weitere steht unten in der Infobox. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.